and I never said that, and I never could risk it. The sunrise dies, it sets in the west. I got a snake bite and a bullet in my chin. Back to drop another machine. Cause I've been picking up the pieces like coyotes. I'm a wizard in the head of the medicine. Who is the wizard in the name? Jetzt wurdest du gerade live im Europaparlament von jemandem angesprochen, von einer Lobbyorganisation. Ja. Die können sich ja frei bewegen? Ja, die sind wohl alle registriert. Ja. Also die müssen sich in ein sogenanntes Lobby-Transparenzregister eintragen. Die Organisation wird gecheckt und die kriegen dann Zugang zum Parlament, beziehungsweise viele Lobbyisten haben jetzt auch Zugang über uns. Das heißt, die fragen für einen Termin. Und dann sagen wir, ja, okay, lass uns treffen. Und dann gehen wir die auch unten abholen und bringen die ins Parlament rein. Die haben dann nicht so einen Zugangsbadge, sondern die muss man dann selbst reinholen. Es gibt aber Lobbyisten, die haben einen permanenten Badge. Und dementsprechend, aber das ist alles mittlerweile recht streng kontrolliert. Wir dürfen uns, oder beziehungsweise die Kommission muss sich auch oder darf sich nur noch mit Leuten treffen, die in diesem Transparenzregister stehen. Das geht bei uns jetzt nicht so weit, das hielt ich auch für unvernünftig, denn dürfte ich mich nicht mit dem Bäcker um die Ecke mehr treffen, weil der in diesem Transparenzregister nicht steht. Dürfen wir erfahren, worum es gerade konkret ging? Es ging darum, dass diese Frau für den Verband der Markenhersteller arbeitet und an mich herangetreten ist, weil sie gerade im Ausschuss auch gehört hat, was ich gesagt habe, und auch sich Fragen stellt bei Online-Plattformen, wie da die Haftung bei gefälschten Produkten aussieht, was natürlich für Markenhersteller ein besonders wichtiges Thema ist. Und dann habe ich mit ihr verabredet, dass wir sie in den nächsten Wochen oder Tagen kontaktieren und sie zu dem Thema treffen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, wo ich selbst nachlesen muss, wie das jetzt ist und wie es gehandhabt werden soll. Es gibt da einen Text, der das handhabt. Und da muss ich mich selbst einlesen, damit ich auch, wenn sie kommt, das notwendige Wissen habe, um mit ihr diskutieren zu können. Alles klar.